dienen, dass sich alle mal ein bisschen kennenlernen und irgendwie erzählen und gucken, was haben wir jetzt schon gemacht und Fotos anschauen und tralala und Videos und bla bla bla. Aber wir haben halt auch gedacht, dass es sehr spannend wäre, ein bisschen zum Küssen, ein bisschen zu forschen. Das war irgendwie so, dass ich bin nach Reichenbach gefahren und habe immer so nach links und rechts geschaut und fand es irgendwie schön und hatte irgendwie genau in dem Moment die Idee, ich habe Lust, irgendwas mit Orten zu machen. Also meine Grundideen waren die, zu sagen, dass wir einfach Orte finden, wobei, ich sag mal, mein Faible waren halt, sind halt wirklich alte Orte in Städten, gerade Reichenbach oder Greiz bietet da ja eigentlich sehr viel. Alte Häuser, alte Orte, die einfach schon eine Geschichte haben und die zu dokumentieren und die Bilder dann jetzt nicht einfach nur ein Fotobuch zu machen, sondern zu sagen, die daraus macht eine Grafik. Du setzt das jetzt so ein, ne? Schiebst das dann hier rein. Ja, weil ich blond bin. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt hab ich's kaputt gemacht. Nein. Okay. Du machst es nicht kaputt, keine Angst. Ja, genau so. Hey. So, jetzt musst du an dem Film ziehen, bis das hier vorne aufsteht. Und ich habe Lust, irgendwas mit Liebe und Beziehung und Küssen und diese ganze Thematik irgendwas zu machen. Und habe das dann weitergedacht, dass es ja dann wiederum schlau ist, was mit Jugendlichen zu machen, weil das ja auch interessant ist, wie die das hier sehen. Und weil ich mich ja selber erinnere, wie ich das gesehen habe, als ich irgendwie noch jugendlich war, was ja noch nicht so lange her ist. Und dann kam mir irgendwie die Idee, okay, das wäre eigentlich spannend rauszufinden, wo die denn knutschen, ob die irgendwo draußen knutschen und wie das da aussehen könnte und was die für Beziehungen führen und ob das natürlich auch dann so ist, wie jetzt vielleicht so in den Medien immer propagiert wird, so dass es keine Liebe mehr gibt und dass alles nur eine Pornografie und wilde Orgien sind und das fand ich irgendwie interessant, da einfach so ein bisschen so Feldforschung zu betreiben und überhaupt zu gucken, Was gibt es denn für Jugendliche und was haben die für Gedanken und Bedürfnisse und Wünsche? Und das halt mit kreativen Methoden irgendwie umzusetzen. Und dann kam mir eben die Idee, wie eine Landkarte des Küssens müsste man irgendwie machen. So, und mit der Idee im Kopf bin ich irgendwie da hingekommen und dann traf ich dort Jörg, der dafür ein anderes Projekt gerade gearbeitet hat. Und dann waren plötzlich alle weg und nur wir beide im Raum. Und dann habe ich das einfach so, glaube ich, erzählt und dann ist er voll sofort eingestiegen, weil er lustigerweise eine ähnliche Idee, also sowas auch hatte, aber halt in eine ganz andere Richtung gehend, dass er eben auch Orte total spannend findet, die halt so ein bisschen verborgen sind und dass er da auch schon lange mal irgendwie so ein Projekt zu machen wollte, ein Comic-Projekt und solche Orte zu malen. Und dann haben wir eben überlegt, okay, wie kann man das vielleicht so zusammenbringen? Und dann ist eben das Kussprojekt entstanden so über die Zeit.
Ihre Herangehensweise und ihre Idee, die sie hatte, war grundsätzlich schon eine andere als meine. Bei mir lag das Grafische im Vordergrund. Bei ihr war mehr im Vordergrund, halt mit Leuten zu arbeiten und irgendwo die Orte nicht selber zu suchen und zu finden. Also meine Idee wäre halt so ein bisschen eine einsame gewesen für mich, dass ich durch die Stadt gehe und gucke und mir die Sachen raussuche. Das, was mich anspricht, wenn ich jetzt andere Leute noch mitnehme, dann weiß ich, kommen halt ganz viele Stellen und Orte irgendwo, die mir vielleicht nichts sagen. Und ich habe bis zum gewissen Grad halt auch, sagen wir, von meiner Idee oder von meinem Vorhaben dann was aufgegeben, um einfach eine Sache draus zu spinnen, die halt aus zwei Leuten bestand, aus den Dingen, die zwei Leute wollen und das, was der Franzi wollte. Was sie halt, wozu sie Spaß hatte, ist halt was ganz anderes als was mein Beruf ist oder das, was mir da vorschwebte. Ich denke, wir haben das ganz gut zusammengekriegt. Es ist trotzdem was völlig anderes draus geworden. Dass sich das viel mehr auf die Orte konzentriert. Also dass es tatsächlich darum geht, die Orte zu erkunden und dass den Orten dann dort auch ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das haben wir zwar auch gemacht, also natürlich haben wir ganz viele Orte gefunden, also ich habe auch ganz viele Sachen neu entdeckt, die ich so noch gar nicht kannte, obwohl ich dachte, ich kenne mich hier schon ganz gut aus. Und den Jugendlichen ging das aber ganz genauso. Aber plötzlich war dann auch klar, okay, es geht auch innerhalb der Orte viel mehr um das eigene, um die eigene Biografie, um das eigene Beziehungsleben und auch um Ideen der Selbstdarstellung. So, wie möchte ich mich selber auch zeigen? Wir haben dann viel uns gegenseitig auch fotografiert innerhalb dieser Orte und haben uns so, gab immer so kleine, wie so kleine Aufgaben dann teilweise auch. Warum sind denn da bitte schön Fußspuren von Tieren? Marder. Ach du Sau. Oder? Katze? Katze? Wie kommt der denn da hoch? Weil ich eine Tierkatze. Ach! Zutritt verboten steht ja auch da. Wieso denn bloß? Das gut ist, wenn wir jetzt hier sind. Ich weiß ja nicht. Nee! Nee! Aber ist denn der Marder hier so? Also wir hatten zwischendrin mal schön den Punkt gehabt, wo man überlegt hat, was da noch anderes draus entstehen könnte, wie man das Ganze weiterentwickeln könnte. Und was mir am Anfang nicht ganz klar war, was aber sich dann rauskristallisiert hat, dass mein Fokus war schon sehr auf dem Buch. Und aber dieses ganze Projekt auch von der Förderung ist eigentlich dahingehend angelegt, wichtig ist die Arbeit mit jungen Leuten, dass mit denen was gemacht wird, dass die irgendwo an Kunst herangeführt werden, an halt einfach, dass Leute da sind, die mit ihnen da irgendwo was Sinnvolles irgendwo unternehmen. Der Bürgermeister. Okay, können Sie sich noch an Ihren ersten Kuss erinnern? Ja. Und wie war das so für Sie? Jetzt fragen Sie einen, der über 60 ist, wie das war mit 15 über 16. Die anderen, die wir schon gefragt haben, die auch über 60
manchmal erkunden sich sogar noch in Details erinnern. Was? Ja, ja. Da müsste ich jetzt aber nachlegen. Da muss ich nachlegen. Also tut mir leid, an Details kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß zwar, bei wem es war, aber es war nicht so. Der erste war jedenfalls nicht so toll. Ja. Es kam dann noch mehr. Ja, wir sind das. Das ist sehr gut. Aber es gibt da nur einen guten Teil. Mach mal weiter. Also manche, die können immer gar nicht, ne? Wenn die so kamen. Oh, da hat man gesagt, nee. Das war euch auch so, oder? Gibt doch welche, die nicht so, nicht so küssen, oder? Die will man gar nicht küssen. Und den, wo ich gedacht habe, hier, der konnte das einfach nicht. Da hatten wir auf die Zähne drauf und so, da hatte ich blaue Lippen. Was? Das Kamel. Das Kamel wusste nicht, wie man küsst. Und das war eigentlich mein Traum und so. Eigentlich. Aber das nicht ging küssen gar kann. Nicht. Hm. Nein, das ging komisch. Ja, halt nur intensivere oder sowas, würde ich mal sagen. Ne? Muss das auch noch mal mehr oder minder halt. Ja. Geplänkel. Und dann sind Sie immer noch zusammen, darf man das mal fragen? Ja, wir sind schon 43 Jahre zusammen. Oh. Kannst du dich noch an deinen ersten Kuss erinnern? Ja, da war ich 2 Jahre. Von der Mutti. Ach so. Naja, also so ein... Also Zungenkuss, würde man sagen, machen wir nicht mehr. Ehrlich nicht? Haben Sie irgendwann beschlossen, dass Sie damit aufhören? Ja, das hat sich so ergeben dann, ne? Im Laufe des Alters. Wir sind ja nicht mehr ganz so jung. Wir haben schon 50 Jahre Ehe hinter uns und haben uns aber eigentlich auch noch sehr lieb, muss ich sagen. Ja, hätten Sie da Lust mitzumachen? Ja, nicht unbedingt. Hier, und küssen Sie sich jetzt immer noch so? Also selten, selten, das ist selten. Der Zeit. Schon sehr, ne? Und wie würden Sie das jetzt finden, wenn da jetzt zum Beispiel auf der anderen Straßenseite zwei... Also Frauen, mehr macht, ach so, zwei oder, junge oder Frauen. Männer, ja, schade. Sich dann also, ein Küsschen geben. Ja, von mir aus gerne. Ich finde es zwar nicht ganz okay, aber noch, wenn sie unbedingt denken. Ne? Sieht schon ein bisschen blöd aus. Ne? Ich glaube, da war ich mein richtiger Kuss, so richtig mit Zunge und so. Ich glaube, da war ich in der 5. Klasse. Mit meiner ersten großen Liebe war das. Ja, es war in meinem alten Kinderzimmer und meine Freundin war mit dabei. Und die musste aber davor ein Kissen halten, damit sie nicht sieht. Wir sind von dem Projekt Stadtlandkuss und wir erforschen so im Vogtland. Also, ich möchte auch entschuldigen, ich habe gar keine Zeit. Nee? Wirklich, okay, nein. Dann trotzdem danke. Ja, an den ersten richtigen, also da kann ich mich noch daran erinnern. Ja, und wie alt waren Sie da? Ach, da war ich schon ziemlich alt. Da muss ich um die 30 gewesen sein. Was halten Sie jetzt zum Beispiel von Paaren, so einem großen Altersunterschied? Weil manche haben ja dann so 15, 20 Jahre Altersunterschied. Das ist ja, für manche geht das ja gar nicht. Ich denke, da gibt es keine Regeln. Jetzt wenn zum Beispiel auf der anderen Straßenseite sich dann Homosexuelle zum Beispiel küssen oder so, finden Sie das? Also es sollte jeder so leben, wie er das für sich für richtig hält. Aber ich muss nicht alles in der Öffentlichkeit präsentieren. Küssen Sie auch selber lieber eher nicht in der Öffentlichkeit? Überhaupt nicht in der Öffentlichkeit. Höchstens, wenn ich mal so ein junges Mädchen mal umarme oder irgendwas, dann ja. Ja, aber ich darf immer noch nicht durchschlagen. Findet ihr Zungenküsse ekelhaft? Jana? Naja, es kommt drauf an, ne? Mit wem? Mit wem und... umso feuchter, umso ekliger, ne? Genau, nein, ich habe meinem Freund einen Kuss gegeben, weil er noch geschlafen hat und ich bin auf Arbeit und wir uns heute lange nicht sehen, weil er hat Spätschicht und dann geht er auf Weihnachtsfeier und ich mache heute mit Vanessa einen Mädelsabend und das war zu sagen, hab einen schönen Tag. Sogar ein Herz als toll. Ich weiß. Ja, ich denke, wenn das im Sommer ist oder halt auch im Winter, ich finde das, denkt man, dass der in allen Jahreszeiten schön aussieht, weil der hier so, weiß nicht. Also ein... Ja. Alljahreszeitenort. Ja, genau. Okay. Und wie findest du den Ausblick? Also ich finde es sehr schön, weil man kann von jeder Seite auf die Stadt gucken. Zum Beispiel jetzt von hier, wo wir hier sitzen, am Gasperienhimmel kann man voll auf die Stadt gucken. Und wenn man jetzt zum Beispiel... Was siehst du alles? Ich sehe das untere Schloss. Ich kann hier... Wie heißt die? Weiße Elster kann ich sehen.
Dann die St. Marienkirche da und so. Und also eigentlich so die Innenstadt. Na, ich stelle mir meinen so vor, dass er halt treu ist, hundertprozentig. Naja, ne? Das ist Vertrauen ja hat und nicht gleich bei jeder Scheiße eifersüchtig ist. Dass man halt auch mal was mit Freunden machen kann, ohne dass der rumzickt, weil dass man gerade mal keine Zeit für den hat oder so. Und da habe ich mir dann halt so Gedanken gemacht, naja, scheiße, schickst du jetzt zu dem Projekt und irgendwie geht es dann los, dass sie auf einmal von irgendeinem anderen Typen geknutscht wird und hast nicht gesehen, hast keinen Einfluss drauf, ob sie da vielleicht mitmacht oder so. Bei uns ist es halt so, wir sind beide tierisch eifersüchtig. Würdet ihr das Projekt wieder machen, jederzeit? Ja. Dann war das halt toll. Irgendwie hat es mir dann doch gefallen, weil es dann doch nicht so gewesen ist, wie ich es am Anfang gedacht hatte. Und muss der gut küssen können, oder? Na klar. Klar. Also das gehört ja dazu, ne? Also ich will ja keinen, der hier so übel zaubert. Ein bisschen spannender, wenn man dann einfach irgendwo stehen bleiben kann und einfach einfach wild rumknutschen kann, sozusagen. Ja, genau. Man kann es sich ja auch schön machen mit ein paar Kerzen und einer Decke und so. Ich habe auch so eine Bank, da haben wir unsere, also so C plus L eingeritzt in so eine Bank und so ein Herz. Sieht zwar ein bisschen krüppelig aus, aber wenn du mit dem Junge, den du liebst, hier bist und ich liebe aber keinen Junge. Oh Gott. Ich höre mich selber. Ja. Das ist schlimm. Genau, und dann drehen wir einen Film und dann denken wir uns dazu auch noch eine Geschichte aus und dann spielen wir selber die Geister und drehen hier drin einen Horrorfilm. Oh ja, muskulös und Tattoos. Auf der Arme. Oh, geil. Ich finde es so und geil, so auf der den ganze Oberkörper tätowiert ist. Nee, Brust finde ich nicht so, aber so Arme und Rücken finde ich so geil. Und das ist einfach großartig, dass wir das hier, also dass wir einfach hier einen Rahmen hatten, wo wir das ausprobieren durften. Und ich glaube, dass sowas auch irgendwie wie weitergetragen wird. Also wir hatten halt während des Projekts ganz viele Ansätze, so wie, wo kann das hingehen? Ja, und ich glaube, dass dieses Projekt, also das kann auch noch an ganz anderen Stellen irgendwie anknüpfen. Also wir haben ja so schon angefangen, so ein bisschen in dieser Kulturgeschichte des Küssens herumzugraben und zu grasen und Dinge ausfindig zu machen, wie das einfach in anderen Kulturen auch funktioniert und festzustellen, dass dort irgendwie auch dem Kuss teilweise eine ganz andere Bedeutung beigemessen wird, als es bei uns in der westlichen Zivilisation einfach so ist. Und das, ich glaube, das ist eh so ein Punkt, diesen Blick zu wagen in ganz viele verschiedene Terrains, die einem so nicht, also die einem so jetzt gar nicht so zugänglich sind. Und auch wenn sicher manche traurig drüber sind, weil ich denke, inzwischen ist es ja wirklich so, dass manche auch von den jungen Leuten sich da ganz schön reingegeben haben und richtig Spaß dran gefunden haben und sicher traurig sind, wenn man sagt, wir hören jetzt auf. Aber ich sehe es mal, es war eine schöne Erfahrung und für die jungen Leute sicher auch eine interessante Sache, mal zu gucken, wo sie mitgestalten können, wie sich mal sowas auch entwickelt und dass jemand auch auf sie eingehen kann und eingeht und sie da durchaus auch richtig selber da was mitmachen können. Und gut, was die dann selber draus machen, ist ihnen überlassen.